Mano. Jetzt pass auf, jetzt werde ich ungeduldig. Verkacke ich es nochmal oder so. Wir können eigentlich auch mal ein paar Kisten kaputt bauen, ne? Die gehen ja eigentlich kaputt, wenn man die in die Kisten reinschiebt. Weil man kann ja so ein... Weiß ich. Schon wieder so ähnlich wie vorhin, ey. Ne, man kann sie nicht rumschieben, habe ich gerade festgestellt. Ich dachte, man könnte sie rumschieben. Nix. So, und jetzt nicht in die Ferne schauen. Und uns schön auf die Straße konzentrieren. Wie man das auch im echten Leben machen sollte. Immer schön auf die Straße konzentrieren. So. Haben wir alle. Wunderbar. Oh. Okay. Jetzt the same of Zeit. Es riecht nach Gülle. Ein bisschen. Heimatgefühle. Ha, ich will die Kack-Odyssee nicht mehr sehen. Da musst du entweder ausmachen oder es schaffen. Ich wäre für zweiteres. 1:33:30. Okay. Machen wir mit oder ohne Gegner? Ich fahre erstmal in die Zeit rein. Obwohl, ist ja nicht. Nee, ist ja nicht. Ich fahre erstmal in die Zeit rein und mache einen Neustart. Mal erst mal so. Mal gucken. Gucken, was es wird. 1:33:30. Ja, das war nicht so gut. Da hätte ich den Dings mitnehmen sollen, weil der zieht hier schon nicht. Ey, du Wichser! Ja, vielleicht ist die Zeit ja auch ganz puffig einfach. Man weiß es nicht. Nicht gut. Mann. Entschuldigung. Ach, verzieh dich doch, Mann. Das wird nicht gut. 1:33:30.
33,30? Das ist ja mega easy. So scheiße, wie ich gefahren bin und so wenig Sachen, die ich eingesammelt habe. Okay, das ist easy. Ich bin Achievement-Hunter. Ich habe das Game zwar nur am Handy rennen und hand eigentlich auf dem Steam die Achievements. Hab das Game mal am Laptop ausprobiert mit dem Handy-Account Instant Achievements bekommen und konnte jederzeit einen Account am PC verwenden. Aber irgendwie will ich das Game dann doch 100% machen, zumindest einmal am Handy-Laptop. Spielst du eigentlich auch CSGO? Ich habe gestern oder vorgestern darüber nachgedacht, Counter-Strike wieder zu zocken ein bisschen. Also ein bisschen, nein, ich brauche halt so ein Spiel. Also ich bin momentan auf der Suche nach einem Spiel, was ich richtig suchten kann. Das war halt damals irgendwie Dota für mich. Das habe ich eine Zeit lang ziemlich hart gezockt. Ich bin auf der Suche momentan nach so einem Spiel wieder. Irgendwie, wo man so richtig drin abnörden kann. Und ich bin am Überlegen, mir von. Oh Scheiße, Riot Games hießen, glaube ich, dieses. Was auch so wie Counter-Strike ist, so ein bisschen. Weil das gefällt mir vom Design her ganz gut. Ich habe es so selbst jetzt noch nicht gespielt, aber so ist es kostenlos, wie ich das gehört habe. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie es heißt. Irgendwie sowas. Ich muss mir das gleich von Christoph mal durchlesen, ich kann das leider jetzt gerade nicht. Valorant, genau, ich glaube, das ist das, falls das so ausgesprochen wird, keine Ahnung. Weil das sah ganz interessant aus. Also, wenn es das auf Steam geben würde, hätte ich schon instant runtergeladen. Aber da es das nur so zum Runterladen gibt. Von der Seite. Ja. Muss man eigentlich Gold haben. Ja, schön. Ich muss noch 63 Odysseys durchdrücken und auch mindestens easy 3 Maps machen, aber bei solchen Odysseys wird mir schlecht. Counter-Strike ist super. Ich habe wieder mit Warcraft 3 angefangen. Am liebsten würde ich den PC wieder aus dem Fenster werfen wie früher. Weil es nicht läuft, oder? Kann man was aufschreiben? Ich spiele auf der Konsole momentan gerne Warcraft. Das ist auch wie so Counter-Strike, Warface, Entschuldigung. Weil ich verliere. Und for free. Okay, ich schreib's mal auf. Wie heißt das? Warface. Ah, Farming. Farming vor allem. Flaming Passion. Da gibt es eine Totenkopf-Plattform. Das heißt, don't die auf der Konsole Warcraft spielen. Es geht alles, ist nur die Frage wie. Und wie sehr es funktioniert.
Kriegsgesicht. Habe ich ihn jetzt getroffen? Nee, jetzt habe ich ihn getroffen. Naja, von Steuerung und so her gibt es ja eh schon den Command Conquer. Ja. Siehste, geht. Na. Das Warcraft nicht sogar auf der PS1? Das weiß ich nicht. Da müsste es den Dennis fragen, der weiß das bestimmt. Aber der ist noch nicht da. Der ist beschäftigt. Der muss arbeiten. Das müsste dann aber ein älteres sein. Ja, das auf jeden Fall älter. Aber... Ah, guck. Schau mal einer, guck. Beide sogar. Gegners im... Wo kommt das denn her? Ah ne, das ist ja gar nicht Bonus. Warum habe ich halt gedacht, das wäre ein Bonus-Level? Ich meine, sowas mal in einem alten Magazin gelesen zu haben, sicher 20 Jahre her. Wir sammeln den nicht ein. Aber ich möchte das Level gerne fertig machen. Deswegen hoffe ich einfach auf mein Können. Mein Können. Seht es euch an! Aber normalerweise müsste das jetzt noch da sein. Was hat mich da jetzt gerade getötet? So ein Schmeißer, ne? Nee. Ein Schwert hat mich getötet. Machen wir mal kaputt. Ich meine, wir kommen da hinten bei dem Viererkistenstapel raus. Mal die nicht mehr zu holen. Achter Kistenstapel, Entschuldigung. Gibt sogar wieder wie früher eine deutsche Meisterschaft in Warcraft 3. Okay. Dann nehmen wir wieder nicht mit. Ach komm, Mann, da ist doch der grüne Ficker. Ah, Moment. Okay, wir fahren auf jeden Fall zurück. Das ist gut zu wissen, dann kann ich den dummen Checkpoint doch mitnehmen. Trotzdem machen wir hier oben die... Ich kann die auch kaputt schießen. Ich bin auch so dumm, ne?